Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer dienstags steht unsere Sendung unter einem festen Thema. Und das Thema heute Nacht heißt, diese Lüge bereue ich nicht. Ich möchte gerne mit euch über Lügen sprechen, die ihr ja in eurem Leben zu verantworten habt, von denen ihr sagt, das war eine richtige Lüge. Und ich bereue das in keinster Weise. Das ist zwar nicht so die ganz ehrliche Verhaltensweise, aber diese Lüge war wichtig, und ich stehe dazu und mein Gewissen ist auch nicht belastet. Wenn ihr so eine Lüge habt oder vielleicht sogar mehrere in eurem Leben und mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer, oder mailt uns unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin oder Anrufer ist Marti. Marti ist 27. Guten Morgen. Hallo. Eine Frau. Ja. Das ist eine Abkürzung, oder? Ja, genau. Mein Spitzname. Marti. Genau. 27. Diese Lüge bereue ich nicht. Also bei mir ist es so, dass ich meine Eltern eigentlich seit 2 Jahren richtig, was heißt richtig belüge, aber ich sage ihnen nicht die Wahrheit. Deine Eltern seit 2 Jahren? Ja, genau. Was steckt dahinter? Also ich habe im Internet einen Mann kennengelernt. Ja. Was ich ja nie gedacht hätte, dass man im Internet überhaupt mal so tolle Bekanntschaften machen kann. Gibt's und ich auch nicht der Typ bin, der sowas macht. Gibt's mittlerweile alles, ja. Genau. Und und dann habe ich eben da so rumgechattet und ich bin auch so ein großer Amerika-Fan. Mhm. Und ich war auch schon lange in Amerika, weil meine Tante da mal gelebt hat. Und habe dann gedacht, ach, da ist ein netter Typ aus Chicago, dem schreibe ich jetzt einfach mal. Mhm, und da kam dann halt auch was zurück. Ja. Und dann war es halt so, dass wir dann immer gechattet haben, telefoniert haben und so weiter, 5 Monate lang. Mhm. Und ich meinen Eltern eigentlich nie was davon erzählt habe. Und das war letztes Jahr so um die Zeit jetzt. Und ich bin dann im August 2005 bin ich dann zu ihm geflogen, ja. Musste ihn unbedingt kennenlernen, ja. Und das war einfach so der Typ, den ich schon immer gesucht habe. Also du bist verliebt? Ja. Und du hast im Klartext einen Freund in Amerika? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger? Mein Lieblingsmann, sage ich immer. Wie viele Mal warst du bis heute da? 4 Mal. 4 Mal schon? Ja, immer. 4 Mal, ein Lieblingsmann in Amerika? Ja. Und du erzählst es deinen Eltern nicht? Nein. Jetzt fragt sich der aufmerksame Zuhörer, warum tut sie das nicht? Weil ich, es ist ein schwarzer Amerikaner. Aha. Und meine Eltern sind sehr konservativ eingestellt und diesen Drang nach Amerika nie unterstützt haben. Mhm. Und irgendwie immer, was willst du denn mit dem Amerikanern irgendwie? Liegt es daran, dass es ein Amerikaner ist oder liegt es daran, dass es ein schwarzer Amerikaner ist? Also, dass es ein Amerikaner ist, wäre schon schlimm genug. Dass es ein Schwarzer ist, darüber kann ich eben einfach nicht mit ihnen reden. Ja. Warum? Was haben deine Eltern gegen einen schwarzen Amerikaner? Die Hautfarbe und die Nationalität. Das ist mir schon klar, aber warum? Weil sie einfach so aufgewachsen sind in einem kleineren Ort, wo es eben wo man eigentlich nie irgendwie dunkelhäutige Männer sieht und es dann schon so ein Exot ist und die da einfach was dagegen haben. Also die da irgendwie auch sehr komische Kommentare loslassen, wenn es mal zu der Sprache kommt. Ja, was sind das für Kommentare? Wenn im Fernsehen schon mal irgendwie ein Schwarzer auftaucht und dass meine Mutter dann irgendwie gleich sagt, solche Leute könnte ich ja nie akzeptieren und Aber sie erklärt dir das dann weiter nicht. Sie sagt nur, ich könnte solche Leute nie akzeptieren. Warum sie das nicht akzeptieren kann, weißt du nicht. Weiß sie wahrscheinlich selbst nicht. Ja. Ne, so kann man es ja sagen. Ja, finde ich aber traurig. Ja, ich finde es nicht nur traurig, ich finde es empörend. Leben im Jahre 2007. Ja. Wenn wir uns jetzt hier unterhalten würden und wir hätten heute das Jahr vielleicht 1920 oder so oder weiß ich was und du würdest mir erzählen, die wohnt auf einem kleinen Dorf und hat noch nie und so weiter, für die ist das exotisch.
Aber was ist denn da los? Ja, bei was könnten denn die Nachbarn reden, wenn die Tochter des Hauses, also bei uns, wir sind auch sehr bekannt im Ort. Ja, wahrscheinlich sagt deine Mutter auch, wenn die mit einem Neger auftaucht. Ja, genau. Ja. Und wenn ich ihr dann irgendwie schon solche Geschichten so mal vermittle, so unterschwellig, dann kommt schon sowas, ach, dann müsste ich ja vor jedem rechtfertigen. Also sie stellt sich dann immer schon vor, sie müsste irgendwie meine Kinder durch die Gegend schieben und es wird ja jeder sehen irgendwie, dass der Vater nicht spannend ganz weiß hat. Ja. Ja. Und generell gegen Amerika hat sie auch was, weil... Ja, das ist ja viel zu weit weg und was will ich denn da überhaupt? Und sie war immer da glücklich, wo sie jetzt ist und... So, sagen wir mal, die Eltern sind stockkonservative Leute, wobei stockkonservativ noch ein bisschen positiv ist, finde ich. Ich finde eigentlich, sie sind rassistisch. Ja, ich finde sie einfach... Also kann, muss man sagen. So, jetzt hast du aber diese Lüge bereue ich nicht. Ist es wirklich so? Ja. Aber was ist denn dann mit dir? Was ist denn mit dir dann los? Also, weil es mir gut geht. Seit ich diesen Mensch kennengelernt habe, ist bei mir einfach so was passiert, dass ich mein Leben wieder auf die Reihe kriege, dass ich irgendwie positiv denken kann, dass ich irgendwie auch, wenn er so weit weg ist, irgendwie immer so eine Zukunft vor mir sehe und weiß, ich sehe ihn wieder in ein paar Monaten. Und aber zu einer richtigen Liebe gehört doch auch ein Bekennen. Und nämlich die Tatsache, dass man sagt, dieser Mann gehört zu mir und wenn ihr das nicht wollt und wenn euch das nicht passt und wenn ihr da dummes Zeug redet, dann ist das euer Problem und nicht mein Problem. Eltern hin, Eltern her. Ja. Ehrlich, muss ich dir sagen. Also, macht die... Es ist aber schwierig. Ja, Gott, natürlich ist es schwierig. Na und? Dann ist es halt schwierig. Also ich bin ja entsetzt, so etwas noch zu hören. Dass da eine Frau, meine Mutter, Terz macht, eventuell, weil ihre Tochter einen Schwarzen zum Freund hat. Ja. Mein Gott, eventuell hat Amerika... Auch noch so komische Kommentare loslässt. Eventuell hat Amerika demnächst einen schwarzen Präsidenten. Ja. Ne? Da tut sich ja so einiges. Ja. Es gibt ja einen Konkurrenten von Hillary Clinton. Ja, ich weiß. Vielleicht nicht dieses Mal, aber in der nächsten Periode ist er es vielleicht. Also da müssen wir gleich mal drüber reden. Warst du denn vorher, das muss ich mal nochmal fragen, warst du denn vorher in einem irgendwie sehr labilen Zustand und durch diesen Freund bist du so sehr gefestigt worden? War das irgendwie schon ein bisschen pathologisch, dass du erkrankt warst oder ging es dir einfach nur nicht so gut vorher? Nein, ich war schon ziemlich am Ende. Also ich habe auch so Therapien durchgemacht. Ja. Irgendwie, mir ging es ziemlich schlecht. Ich hatte Depressionen und auch eine Psychose und so weiter Ach so. Also es kann sein, dass du auch nicht so die Kraft hast, dich zu ihm zu bekennen. Ja, also ich habe halt irgendwie, meine Mutter sagt halt immer, sie hat wegen mir schon so viel durchgemacht. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ich würde jetzt wieder was antun, wenn ich ihr die Wahrheit sagen würde. Ja, das solltest du ihr mit Recht antun, finde ich. Weil das ist kein Antun. Das muss sie verdammt nochmal hinnehmen. Damit tust du ihr nichts wirklich an. Früher oder später muss ich ihr das irgendwie dann auch mal sagen. Genau, das ist nämlich jetzt auch meine Frage. Wenn das jetzt sich weiterentwickelt zwischen dir und deinem Freund, wie soll das? Irgendwann musst du es doch dann sagen. Ja. Aber ich denke mir immer so lang, also ich weiß nicht, ich denke mir immer so lang, irgendwie sie nicht irgendwie so den direkten Einblick in mein Leben hat und ich irgendwie auch denke, ich bin alt genug, um mein Leben selbst zu leben, dann denke ich mir, wenn sie dann das irgendwann rausfindet und mir dann was vorwirft, dann sage ich ihr halt einfach, weißt du, das ist dein, also bist mehr oder weniger selber dran schuld, dass ich so reagiert habe, weil mir geht's gut und du weißt selber, dass es mir seit 2 Jahren sehr gut geht und wenn es den nicht gegeben hätte, dann ging es mir vielleicht auch nicht so gut. Und verstehe. Also ich gehe auch nicht so hart mit dir ins Gericht, nehme das auch ein bisschen wieder zurück, was ich gerade am Anfang sagte, weil ich schon verstehe, dass da eine sehr schwierige Zeit hinter dir lag und du wirklich vielleicht nicht so die innere Stabilität hast, da so einen Kampf jetzt auch nur zu Hause auszufechten und du genießt einfach, dass es dir gut geht. Und wenn das für dich so der Dreh ist, dass du sagst, irgendwann werden sie es schon mitkriegen und dann sage ich denen, gebe ich denen das so zur Antwort, dann ist es halt auch dein Weg, damit umzugehen. Wenn du jetzt eine kerngesunde und vitale Frau immer gewesen wärst, dann würde ich sagen, Mensch, du bist feige. Du bist absolut feige. Ja. Aber in dem Fall finde ich, entschuldigt das schon, wenn du sagst, dass du eine Psychose hattest und dann, das sind ja auch schon sehr schwerwiegende Sachen, wo man auch leicht halt auch angeschlagen ist dann.
Ja. Was studierst du? Biologie. Biologie. Ja. Marti, also erstmal wünsche ich dir, gratuliere ich dir, dass du einen tollen Freund hast. Ja, danke schön. In Chicago? Nee, in Indianapolis. Ah ja. Was macht er? Auch Student? Nee. Sondern? Also er fängt jetzt wieder an zu studieren und ist im Moment technischer Zeichner und möchte noch Innenarchitektur studieren und ist jetzt kurz davor irgendwie, weil bei denen ist ja alles, wenn komplizierter ist wie bei uns, ja, und sehr viel Geld kostet und so weiter. Und er ist sehr engagiert und das finde ich auch ganz toll. Und wenn ihr beiden Süßen so ein bisschen träumt und über die Zukunft nachdenkt, was sind so eure verwegensten oder geheimen Pläne? Dass wir uns ein ganz tolles Haus zusammenbauen. In Amerika. Genau. Und ich dann wie sagt er immer, the researchist ist und dann irgendwie so halt in Biologie da irgendwie ganz toll bin. Genau. Und der Innenarchitekt. weiß er das, dass du ihn verleugnest zu Hause? Nein. Auch noch ein Problem, ne? Ja. Aber ein verdammtes Problem. Ja, das finde ich auch immer schrecklich. Was machst du, weil ich kenne seine Mutter, ich kenne eigentlich mittlerweile so gut wie seine ganze Familie. Ja, was machst du, wenn er sagt, ich will dich in Deutschland besuchen, ich will deine Familie kennenlernen? Ja, spätestens dann würde ich sagen so, hallo, hier. Also die Front musst du klären, finde ich. Ja. Das musst du machen. Du darfst dir deine, nicht, dass er dir hinterher vorwirft, du warst unehrlich zu mir, mach dir die Liebe nicht kaputt deshalb. Das ist die blöde Einstellung deiner Mutter nicht wert, weißt du? Ja. Dass du dir deine Liebe noch kaputt machst. Nein, da musst du vorsichtig irgendwie sehen, dass du das mal erklärst. Wobei du natürlich wahrscheinlich dann auch konfrontiert wirst mit der Reaktion, die ich auch gerade hatte. Wie, du stehst nicht zu mir? Und das musst du ihm erklären, aus deiner Vergangenheit heraus. Ja. Oder du musst es dann doch... Also ich denke mir ja, mehr oder weniger stehe ich ja schon zu ihm, weil sonst wäre ich ja jetzt nicht so lange irgendwie mit ihm zusammen oder befreundet oder wie auch immer. Klar, wenn du so für dich alleine bist, ja, ne? Aber vor der Familie noch nicht. Ja, ich denke mir auch immer, das ist so schrecklich. Also ich würde mal sagen, je stabiler du dich fühlst, desto mehr und eher solltest du das dann auch doch tun. Allein schon für deinen Freund. Ja. Marti. In diesem Sinne. Okay. Wünsche ich alles Gute. Ja. Und unbekannterweise grüßt deinen Freund im fernen Amerika. Okay. Alles Gute. Alles Gute noch. Dankeschön, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade mal schwuppdiwupp hier reingezappt sein. Unsere Sendung hat heute ein Thema und das Thema heißt, diese Lüge bereue ich nicht. Viele von uns haben ja so ein paar Lügen im Leben hinter sich, von denen man sagt, das ist okay. Man muss ja nicht immer mit wehenden Wahrheitsfahnen durch die Welt laufen. Manchmal gibt es ja Lügen, die auch zu rechtfertigen sind und wo man vielleicht sogar Menschen mit schützt oder vielleicht sogar Gutes tut mit einer Lüge. Über solche Lügen möchte ich gerne mit euch reden. Diese Lüge bereue ich nicht. 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail mit reinschreiben. Hier ist die Beate und Beate ist 52. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Beate. Jetzt bin ich gespannt bei dir. Ja, ich rufe an und zwar, mein Mann ist vor 3,5 Jahren verstorben. Mhm. Der hatte Krebs und die Diagnose wurde exakt 2 Monate vorher gestellt, bevor er gestorben ist. Mhm. Er hatte keine Beschwerden vorher? Nein, er hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ah ja. Und das merkt man erst im Endstadium. Mhm. Und aufgefallen ist es eigentlich, er hatte innerhalb von 8 Wochen 8 Kilo abgenommen. Mhm. Und ich habe ihn dann gebeten, zum Arzt zu gehen und dann kam diese Diagnose dabei raus. Mhm. Und ich habe diese ganzen Wochen genutzt, in immer kleinen Gesprächen mit ihm über seine Erkrankung zu sprechen und darüber auch, wie es weitergehen sollte. Darf ich kurz fragen, die Diagnose hat man ihm und dir gesagt oder nur dir? Nein, uns beiden zusammen. Euch beiden, also er wusste auch definitiv Bescheid, wie es um ihn steht. Ja, aber er hat, die Diagnose wurde ihm abends während des Abendessens vom Arzt erzählt und er hat dann ganz ruhig weiter zu Abend gegessen. Also der Arzt hat angerufen und das? Nein, der Arzt hat sich neben ihn aufs Bett gesetzt. Ach so, im Krankenhaus? Im Krankenhaus. Mhm. Und hat der Arzt ihm gesagt, wie ernst das ist, dass er nur noch so wenig... Nein, hat man mir auch nicht gesagt. Achso, man hat nur gesagt, ist das Bauch, der Arzt hat ihm gesagt, wir haben die ersten Untersuchungsergebnisse,
Sie haben einen Tumor an der Bauchspeicheldrüse, der von der äußeren Struktur bösartig aussieht. Ah ja. Dann habe ich da gesessen und habe bitterlich geweint. Ja. Und mein Mann hat eigentlich, ja, weiter gegessen und hat mir gesagt, nur richtig mal nicht so auf, ich schaff das schon. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und wenn nicht, ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Mhm. Dann habe ich den Arzt alleine aufgesucht und habe ihn gefragt, wie viel Zeit bleibt uns denn noch? Und dann hat der Arzt mir gesagt, ja, es werden keine 10 Jahre. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, 8 Jahre ist ja auch noch eine lange Zeit. Mhm. Aber es waren exakt nur 8 Wochen. Mhm. Und ich habe die Zeit genutzt, habe mit ihm in ganz vielen kleinen Gesprächen immer wieder angefangen, was soll ich machen, was kann ich für dich tun, was soll ich beachten, wenn du stirbst. Mhm. Und er hat dann Chemo bekommen und bis zu einem gewissen Tag, wo man ihm keine Chemo mehr geben konnte, und dann wollte er auch unbedingt nach Hause. Mhm. Das war dann ein Tag vor meinem Geburtstag. Jetzt bin ich gespannt, wo die Lüge. Und ja, kam. Und an meinem Geburtstag musste ich ihn wieder ins Krankenhaus bringen, weil es gar nicht gut ging mit ihm. Mhm. Und da hat der Arzt Ultraschall gemacht, mhm, und hat mir nachher alleine gesagt, der ganze Bauchraum ist voller Metastasen. In so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ist das geschehen. Ja, ja, mhm, innerhalb von 8 Wochen. Mhm. Und dann hatte mich mein Mann abends gefragt, was hat es denn beim Ultraschall ergeben? Mhm. Und dann habe ich gar nicht mehr so überhaupt überlegt oder so, sondern ich habe ihm mit einer ganz kurzen Antwort eigentlich gesagt, du hast jetzt auch ein paar Krebszellen im Bauchraum. Aber also, dass der ganze Bauchraum voller Metastasen war. Das hast du nicht gesagt. Du hast es, du hast es etwas harmloser dargestellt. Ja, das war eine gnädige Lüge, die ich eigentlich, ja, wo ich eigentlich Wochen und Monate später noch dran zu knabbeln hatte. Nach dieser Ultraschalluntersuchung, wie lange hat er dann noch gelebt? Exakt 3 Tage. 3 Tage. Ich habe dann dafür gesorgt, dass er im Krankenhaus Morphium bekam. War er bis zum Schluss bei Bewusstsein? Ja, die letzte Nacht bin ich bei ihm geblieben, habe an seinem Bett gewacht, habe mich dann für 4 Stunden in ein anderes Zimmer legen sollen, um mal ein bisschen auszuruhen. Bin dann morgens um 4:45 wieder zu ihm gegangen, habe mich an sein Bett gesetzt und da atmete er ganz ruhig. Und um 5:30 wurde er unruhig und dann habe ich ihn gefragt, hast du Schmerzen? Und dann hat er mir nur mit verschlossenen Augen, hat er nur gemacht. Und dann habe ich den Pfleger gebeten, ihm was zu geben. Mhm. Und eine halbe Stunde später das Gleiche wieder. Und dann meinte der Pfleger, er könnte ihm nichts mehr geben, weil er hätte schon genügend. Und dann habe ich dem Pfleger nur gesagt, ob er schon mal was von Menschenwürde gehört hätte. Mhm. Die hätte er jetzt verletzt. Mhm. Und dann hat der Pfleger zu mir gesagt, ja, also da hätte ich recht, er würde ihm noch mal was spritzen. Mhm. Und weitere 35 Minuten später schlug mein Mann die Augen auf, guckt mich an, guckt auf seine Armbanduhr und sagte, oh, schon 6:55, wann fährt denn der nächste Bus? Ach. Und dann habe ich ihn angeguckt und ich wusste in dem Moment nicht, was ich sagen sollte. Ja. Und dann guckte er mich an und sagt, ach ja, ich bin ja im Krankenhaus, verdammte Scheiße. Mhm. Das waren seine letzten Worte. Und dann ist er gestorben? Nein, und dann habe ich zu ihm gesagt, du hör mal, ich bin ja bei dir, ist noch so früh, schlaf noch ein bisschen. Mhm. Und dann ist er auch ganz ruhig eingeschlafen. Mhm. Und so gegen 8 Uhr habe ich ihn in den Arm genommen, habe ihm ins Ohr geflüstert, wenn du gehen möchtest, dann geh doch. Mhm. Ich würde gerne mitgehen, aber wir haben 2 gemeinsame Kinder. Mhm. Ich muss hier bleiben. Mhm. Und eine halbe Stunde später hat er 2-mal ganz tief geschnauft. Und ist ganz wirklich eingeschlafen. Mhm. Hat er denn, als es dann zu diesem letzten Tag und zu dieser letzten Nacht kam, hat er dann nochmal was gefragt? Nein. Gar nichts mehr? Nein, gar nichts mehr. Mhm. Er wollte abends zur Toilette laufen, er saß auf der Bettkante, stand plötzlich auf. Er war aber verkabelt mit dem Bett und mit Geräten. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, was möchtest du denn? Und dann hat er gesagt, ich muss mal zur Toilette. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du kannst nicht. Und dann kam der Pfleger und hat dann gesagt, ja, am besten legen wir ihm einen Katheter. Mhm. Und dann hat mein Mann mich angeguckt und hat zu mir gesagt, tu mir das bitte nicht an. Mhm. Dann habe ich den Pfleger gefragt, aus welchem Grund man ihm jetzt einen Katheter
legen möchte, weil er konnte sich noch artikulieren, er hatte noch nichts ins Bett gemacht und das hat man dann auch nicht gemacht. Man hat also seinen Wunsch respektiert. Du hast gerade eine sehr schöne Formulierung gebraucht, finde ich. Du hast gesagt, das war eine gnädige Lüge. Ja. Als du ihm nicht gesagt hast, dass der ganze Bauchraum voller Tumore ist, du hast gesagt, da sind noch einige Sachen gewachsen. Ja. Ja. Und er hat danach, es waren ja nur noch dann 2 Tage, in den Stunden danach auch nicht nochmal gefragt, als er schon gespürt hat, dass es immer schlechter geht. Aber ich fand das ganz schlimm. Ich habe dann irgendwann meine Kinder dabei gehabt. Die haben am Bett ihres Vaters gesessen, mit Tränen in den Augen und haben gesehen, wie schlecht es ihm ging. Und ich habe meinen Kindern aber auch nicht gesagt, dass ihr Vater in den nächsten Stunden sterben wird. Wobei du das ja da auch noch nicht wusstest. Nein, das kann man auch nicht. Kann man nicht. Man kann das zwar erahnen, aber wie lange es jetzt letzten Endes dauert, liegt in Gottes Hand. Ist es denn so, dass du auch bis heute wirklich sagst, dass du diese Lüge nicht bereust? Nein, ich bereue es nicht. Und mir ist was ganz Tolles widerfahren. Mein Mann hat eine Woche, bevor er gestorben ist, so aus heiterem Himmel zu mir gesagt, nur denk dran. Wenn ich mal nicht mehr da bin, du bist ein lebenslustiger Mensch, tu mir einen Gefallen und bleib nicht alleine. Dann habe ich zu ihm gesagt, wie redest du denn mit mir, du bist doch mal noch da. Ja, aber denk dran, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und mir ist so was Tolles passiert. Ich habe nach sehr kurzer Zeit auf einem Geburtstag einen Mann wieder getroffen, den ich 30 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Wir kannten uns als Jugendliche und er hat also auch seine Geschichte hinter sich. Und du bist mit ihm zusammengekommen? Ja, wir verstehen uns super. Und wir wohnen nicht zusammen. Aber ihr habt eine Beziehung miteinander? Ja. Wir verstehen uns super. Sag mal, ich bin immer sehr gerührt, wenn Menschen das zu ihren Liebsten sagen, die schwer krank sind. Ja. Bleib du nicht alleine. Ja. Weil das zeugt von ganz großer Liebe. Ja. Und das zeugt davon, dass er überhaupt nicht egoistisch und egozentrisch war. Er wollte dein Bestes. Er war ein sehr bescheidener Mensch, der nur für die Familie gearbeitet hat. Und der ich finde nett und hilfsbereit war. Ja. Und ich finde auch, diese Lüge, die du da ausgesprochen hast, diese kleine Lüge, diese gnädige Lüge, finde ich auch in Ordnung. Er hätte sicher, wenn er noch Genaueres hätte wissen wollen, hätte er gefragt. Ja. Und ich bin sicher, dass er intuitiv auch gemerkt hat, was los war. Ja. Und es musste nicht nochmal genau besprochen werden. Ich finde, dass du sehr richtig gehandelt hast und du dir da wirklich auch keine Vorwürfe machen musst. Mach ich auch. Keinesfalls. Ja. Eigentlich ist mein Leben durch meinen neuen Lebensgefährten unheimlich schön geworden. Und vor allen Dingen habe ich das Glück, er kannte meinen verstorbenen Mann sehr gut. Und wir haben gemeinsam Trauerarbeit bewältigt. Und er versteht sich mit meinen Kindern auch super. Also trotz all dem Unglück und dem Leid ist es jetzt zu einer Fügung gekommen, dass es dir gut geht. Und es genauso gekommen ist, wie dein verstorbener Mann es sich gewünscht hat. Richtig, genau. Liebe Alte, danke für deinen Anruf. Ich danke und auch. Und alles Liebe, alles Gute, dir und deinem Partner. Dir auch. Dankeschön, tschüss. Diese Lüge bereue ich nicht, unser Thema heute Nacht. Und jetzt bin ich verbunden mit der Anne. Und Anne ist 28 Jahre alt. Morgen, Anne. Hallo, guten Morgen. Hallo Anne. Was ist deine Lüge, die du nicht bereust? Tja, meine Lüge, die ich nicht bereue. Ich bin hauptberuflich als Krankenschwester tätig. Und nebenbei gehe ich anschaffen. Oh. Wie lange schon? Ich mache das jetzt seit Mitte Oktober. Seit Mitte Oktober? Ja. Das ist ja dann noch nicht so ganz lange. Richtig, absolute Neueinsteigerin. Wen belügst du denn? Wen ich belüge? Meine gesamte Familie und meine Freunde. Der Einzige, der Bescheid weiß, ist mein Lebensgefährte. Ach, du hast einen Freund sogar? Einen Lebensgefährten? Ja. Und der weiß Bescheid? Der weiß Bescheid. Und der hat nichts dagegen? Nichts dagegen ist gut ausgedrückt. Doch, er hatte anfangs unheimliche Probleme, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Hat auch allen Ernstes gefragt, ob ich unsere Beziehung aufs Spiel setzen möchte. Wie lange seid ihr ein Paar? Seit über 2 Jahren mittlerweile. Ich habe ihm gesagt, ich würde lieber unsere Beziehung aufs Spiel setzen als meine Existenz, weil der Mann hat Schulden mit in die Beziehung reingebracht, die ich zum Teil mitfinanziert habe, also sprich abbezahlt habe.
Tja, aber das Problem halt, es waren meine Konten, ja, und ich musste was tun. Moment, jetzt, also dein Freund, dein Lebenspartner hat Schulden mit in die Beziehung gebracht. Richtig. Ja, und es sind deine Kunden? Verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du damit? Bitte was? Nochmal? Du hast gesagt, es sind meine Kunden. Wie meinst du das? Wie meine Kunden? Nee, da haben wir uns missverstanden. Also der Lebensgefährte hat Schulden mit in die Beziehung gebracht. Wie hoch sind die Schulden? Das war schon eine enorme Summe. Eine enorme Summe von, ja. Geht es über 100.000? Nein, das liegt Gott sei Dank noch etwas drunter. Noch etwas drunter. Ja. Ja, aber das ist ja dann schon eine verrückte Entscheidung, zu sagen, ich gehe jetzt in die Prostitution. Wie kam die Entscheidung? Das ist ja nun auch, das macht man ja nun auch nicht mal so mit links. Nee, überhaupt gar nicht. Also ich muss sagen, ich habe auch erst nach anderen Jobs geguckt, so auf 400-Euro-Basis. Mhm. Problem ist aber halt dann, 400 Euro bringen einen nicht wirklich weit. Mhm. Das ist nochmal Fakt. Problem auf der anderen Seite war einfach, dass ich, dass wir einfach vorher gut gelebt haben und dass wir nun auf Sämtliches verzichten mussten. So, und ich habe geguckt, was mache ich, was tue ich. Und du hast vorher keinerlei Verbindungen oder Berührungspunkte in diesem Milieu gehabt, gar nicht? Überhaupt gar nicht. Also das, was ich wusste oder was man so hört, da redet man halt mal drüber, so im Freundeskreis, mhm, oder mal Reportagen. Ich habe nie was damit zu tun gehabt, überhaupt gar nicht, nein. Wie fängt man das denn an, wenn man entscheidet, ich will jetzt auf den Strich gehen, wie macht man das? Wie verläuft der erste Arbeitstag oder Arbeitsnacht, wie geht das? Also erstmal ist es so, dass man sich vorstellt, man schaut in die Zeitung, guckt halt nach irgendwelchen Privatclubs, FKK-Clubs gibt es oder sonstiges. Mhm. Man hat ein Vorstellungsgespräch und dann wird dann der erste Arbeitstag natürlich besprochen, wenn man dann kommen möchte. Ja. Mein Arbeitstag war direkt einen Tag nach dem Vorstellungsgespräch. Ja. Es war sehr, sehr komisch für mich. Wie hast du dich bei dem ersten Kunden gefühlt? Beschissen. Ja. Beschissen. Weil ich mich so gefühlt habe, als würde ich meinen Lebensgefährten betrügen. Mhm. Obwohl er ja eigentlich weiß, was ich tue. So, jetzt nochmal auf den Lebensgefährten zurückzukommen. Ihr habt dann wirklich da gesessen und habt überlegt, was machen wir jetzt? Da sind so viele Schulden, die hat er mitgebracht. Letztendlich bist du ja gar nicht dafür verantwortlich. Er hat die Schulden gemacht. Wofür hat er eigentlich die Schulden gemacht? Ach, das war ein Unsinnigkeiten. Das hängt überhaupt mit keinerlei Suchtgefahr oder so zusammen. Also er ist nicht spielsüchtig oder sonstiges. Ja. Problem ist, er hat ein zu gutmütiges Herz, gibt sein Geld ständig für andere Leute aus, anstatt für sich und sitzt dann am Ende des Monats oder saß dann am Ende des Monats da, hatte nichts mehr, ja, und musste dann oder war dann halt gezwungen, irgendwelche Kleinkredite oder sowas aufzunehmen. Ach so, jetzt sitzt konnte Rechnungen auf einmal nicht mehr bezahlen und so häufig sich das dann an. So, dann sitzt ihr da gemeinsam am Tisch und dann wird entschieden, okay, ich gehe jetzt auf den Strich. Nein, das wird nicht gemeinsam entschieden, das habe ich für mich ganz alleine entschieden. Er hat im Prinzip überhaupt gar keine Wahl gehabt, außer es zu akzeptieren oder sich von mir zu trennen. Das ist ja krass. Also die Entscheidung habe ich für mich komplett alleine getroffen, weil ich einfach wieder ein unabhängiges Leben haben wollte, weil es mir einfach beschissen ging. Ich konnte überhaupt gar nichts mehr tun. Aber ich muss ja nochmal fragen, wieso ging es dir beschissen, wenn das seine Schulden waren? Ja, weil ja nichts passiert ist. Es ist ja kein Geld mehr reingekommen. Es waren immer nur noch mehr Ausgaben da. Und dein ganzes Geld, was du als Krankenschwester verdienst, war gleich weg? Für ja, gut, aber das habe ich aus freien Stücken gemacht. Er hat nicht gesagt, hier mach mal Tumor oder sonstiges. Ja. Das habe ich aus freiem Willen getan, weil ich gerne einfach möchte, dass wir schnell vorwärts kommen, um uns eine Zukunft aufzubauen. Hast du ihn denn informiert, nachdem du schon einen Arbeitstag hinter dir hattest? Ja, natürlich, er wusste von vornherein Bescheid. Nein, ich meine, hast du ihn informiert, nachdem du schon gearbeitet hattest oder vorher, bevor du zur Arbeit gegangen bist? Vorher. Vorher. Mhm. Ja, klar. Und dann war er so erstmal ein bisschen sperrig, aber er akzeptiert es dann. Ja, er akzeptiert es. Ja. Doch, er tut es wirklich. Also ich denke, dass es für ihn schon sehr schwierig ist. Aber er weiß, wofür ich es tue. Ich glaube, er ist sogar, wenn ich das einfach mal so sagen darf, auch ein bisschen stolz auf mich. Echt? Er ist stolz auf dich? Ja, doch, weil ich mittlerweile so rangehe, dass ich einfach nur sage, hey, ich schaff das. Wie oft bist du denn im Einsatz als Hure? Mindestens 4 Tage die Woche. 4 Tage die Woche. Und hast einen Vollzeitjob als Krankenschwester? Richtig. Und gestern abends oder wenn du gerade frei hast, je nach Schicht wahrscheinlich, dann in den Club? Richtig, genau so sieht's aus. Und wie viel verdient man da jetzt nebenher noch als Prostituierte? Im Monat, so über den Daumen? Über den Daumen verpeilt, ich sag mal, zwischen den Summen liegen eigentlich Welten. Es kommt einfach drauf an, was für ein Männertyp gerade reinkommt und was dich halt wählt. So, und die Männer, die wählen, sind halt so unterschiedlich, dass es für dich mal einfach so gut laufen kann, dass du mit mindestens 500 Euro nach Hause gehst. Ja.
An dem anderen Tag kann es aber auch mal so scheiße laufen für dich, dass du dann wirklich noch mit dem 50er nach Hause gehst. Ja. So, und unser Thema ist ja, diese Lüge bereue ich nicht. Richtig, genau. Und dabei geht es im Prinzip um meine Familie und um meine Freunde. Weil die wissen absolut überhaupt gar nichts davon. Und das wäre eine Katastrophe, wenn die es wüssten. Richtig, um Gottes Willen. Ich mache das wirklich, also ich belüge im Prinzip Freunde und Familie, um sie zu schützen. Ne? Ich möchte nicht, dass sie da mit in Berührung kommen. Ich möchte absolut nicht, dass sie damit was zu tun haben müssen, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Gerade weil es auch meine alleinige Entscheidung war. Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen machen. Das soll alles nicht sein, weil es mir einfach nur gut geht. Mir geht es hervorragend. Ich fühle mich gut dabei. Ich verdiene mein Geld und... Anne, ich muss ja immer unterbrechen. Ich habe mal heute wieder vergessen, mein Handy aufzumachen. Ich bitte mal Entschuldigung, ich mach's mir jetzt eben aus. Ich hatte schon eine böse Ahnung vorhin, als ich es in der Hose spürte. Ich leg's mal hier neben. Immerhin ist ja der Freund eingeweiht und das ist ja schon mal die halbe Miete, ne? Richtig. Wobei ich natürlich bei solchen Sachen immer so ein grundsätzliches Unwohlsein habe, weil ich die Sorge hege, dass die Beziehung darunter kaputt gehen könnte. Ich muss eigentlich sagen, seitdem ich das tue, gehen wir eigentlich etwas lockerer miteinander um. Also so empfinde ich das eigentlich. Und ist das denn nicht für ihn die Hölle, wenn er weiß, du bist auf Arbeit? Und ich melde mich ja auch regelmäßig. Wir telefonieren sehr viel zwischendrin. Wenn ich auf Hausbesuche fahre oder so, ich rufe ihn ständig an. Ja, aber das ist doch für ihn dann schrecklich. Er weiß, du bist auf Hausbesuch, wie du es nennst, hängst da mit anderen Typen in der Kiste und er sitzt zu Hause und guckt Fernsehen oder weiß ich was. Ja, natürlich. Ich könnte damit nicht umgehen als Typ. Ich könnte es nicht. Ich könnte es wirklich nicht. Das kann ich gut verstehen. Und wenn er es zu dir gesagt hätte, läuft nicht, dann hättest du gesagt, okay, dann trenne ich mich. Richtig. Obwohl du dann ja auch die Schulden nicht mehr gehabt hättest, wenn er sich getrennt hätte. Also es ist ja eine absurde Situation. Ja, das ist sehr absurd. Wirklich? Da muss man ja erstmal zweimal drüber nachdenken, ehe man das alles kapiert. Ja. Du, ich frage es nochmal, du hast diese Schulden nicht zu verantworten. Das ist schon richtig, ja. Das heißt, das machst du im Prinzip für ihn? Nein. Ich tue es, um meine Konten wieder aufzufüllen. Von diesem Geld sieht er ja gar nichts. Das, was ich da verdiene, das geht direkt in meine Kassette. Davon kriegt er nicht einen Pfennig ab. Er zahlt mittlerweile eher Geld an mich. Und das ist schon okay, so wie es ist. Wir haben da wirklich ganz offen gesprochen und die Fronten sind da absolut geklärt. Und das, was ich bezahlt habe an seinen Schulden, das zahlt er mir ja auch zurück. Und damit hat er jetzt schon diese Woche begonnen. Ich verstehe. So, also das ist nicht so, dass er sich da jetzt ausruht oder so. Ne? Ist das denn jetzt so ein Ding, was auf Zeit... bemessen ist, dass du sagst... Ich hoffe es ja wohl. Was hast du denn so gedacht? Ein Jahr? Nee, da werde ich, denke ich, schon ein bisschen länger machen, weil ich habe mir jetzt auch eigene Ziele gesetzt. Ich sehe, was ich verdienen kann. Und das werde ich als normale Arbeiterin niemals verdienen. Mhm. So, und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, ich ziehe da jetzt komplett mein Ding durch. Muss halt zusehen, dass ich weiterhin alles so erzähle, privat wie halt bisher, ne? So, und dass ich mich da nicht verplappere. Und es ist halt ein unheimliches Doppelleben, was man da führt. Natürlich. Das ist verdammt schwierig. Es kann ja auch auffliegen. Ich meine, du bist irgendwie in der Öffentlichkeit tätig, ne? Zwar indirekt, aber. Es ist wirklich schon ein sehr dünnes Eis, worauf ich mich bewege. Das muss ich ganz klar sagen. Das nimmst du in Kauf, das Risiko nimmst du in Kauf. Das nehme ich absolut in Kauf. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass der erste Kunde dir schon schwer zu schaffen gemacht hat. Richtig. Kriegst du das denn heute für dich so eher geregelt, dass du damit umgehen kannst? Ja. Absolut, überhaupt gar kein Problem. Und du kannst deine private Sexualität trennen von dem, was du da beruflich machst? Ja, natürlich. Du hast auch Lust, mit deinem Freund zu schlafen, obwohl du vielleicht mit vier Typen gerade hintereinander gepennt hast? Richtig. Ja, das geht. Das geht, natürlich. Das ist irre, das kann ich mir ja nie vorstellen, wenn die Frauen das so erzählen. Das eine, das ist Job, das hat ja nichts mit Gefühl zu tun. Ja, ja, klar. Der Mann, der kommt, der bezahlt, dafür kriegt er seinen Service. Und du hast auch keine sexuellen Empfindungen, wenn du als Prostituierte mit jemandem schläfst? Nee, nicht wirklich. Nicht? Nee. Du hattest auch bisher noch keinen Orgasmus mit einem Kunden? Nein, um Gottes Willen. Nee. Weil das im Kopf so, der Schalter wird so umgelegt und das ist völlig... Alles, was ich tue, ist nur für das, was er bezahlt hat. Ja. Und mehr ist das nicht. Und ich habe abends mein Geld und bin glücklich, gehe nach Hause, ich habe alle entspannt und dann geht's mir gut. Ja. Ist schon eine krasse Story, muss ich sagen. Ja, es ist heftig. Aber du bist ziemlich hart drauf.
du hörst, mir geht's gut dabei. Also mir geht's wirklich gut. Ich habe einfach mein Geld, ich kann mir wieder alles erlauben, ich kann mir alles kaufen, was ich in letzter Zeit alles einfach angeschafft habe, und was wieder an Geld reingekommen ist. Wenn denn das wirklich gut fühlen ist und das tief in dir so ist, dann ist es ja okay. Ja, absolut. Also wie gesagt, die Frauen da draußen, die nicht wissen, was sie anfangen sollen, tut es. Das möchte ich jetzt unterbinden. Nein, denn das kann man auch nicht so einfach machen, Anne. Ich glaube, in die Prostitution zu gehen, das ist schon... Da gehört viel Entscheidung. Ja, das ist ein hochheikles Ding. Ich habe die Hörer in der Hand und habe wieder aufgelegt, bevor ich da wirklich anfange. Ja, also das ist... Das hat mich auch sehr viel Überwindung gekostet, keine Frage, um Gottes Willen. Werbung für Prostitution wollen wir nicht machen. Nein, um Gottes Willen. Und die Frauen, die das machen, wollen wir nicht verurteilen, aber da muss man schon sehr, sehr genau nachdenken als Frau, ob man das kann und will und so weiter. Liebe Anne, ich wünsche alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Okay. Diese Lüge bereue ich nicht. Das ist unser Thema. Wenn ihr in eurem Leben auch eine Lüge habt oder sie aktuell gerade vielleicht so durchzieht, wie die Anne das, oder vielleicht liegt die Lüge auch schon sehr lange zurück, vielleicht ist es sogar eine große Lüge und ihr sagt, ja, das war eine Lüge, aber ich stehe zu dieser Lüge, diese Lüge bereue ich nicht. Diese Lüge war gut, die war vielleicht für mein Leben gut oder sie hat auch Gutes bewirkt für andere. Dann könnt ihr mich gerne anrufen, wenn ihr mit mir darüber sprechen wollt, unter unserer bekannten und kostenfreien Nummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der Jörg ist hier und der Jörg ist 42. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Jörg. Anne hat mich irgendwo jetzt auch erinnert, also an meine Lüge halt. Das ist, ja, ich sag mal fast eine Lebenslüge irgendwo, weil es fing in der Jugend an. Es wurde mir auch bewusst, wo ich mit deinem Redakteur gesprochen hatte. Mhm. Und hat dann den Höhepunkt jetzt gefunden, wo ich dann eine Vollerwerbsminderungsrente bekommen habe und beantragen musste. Also eine Vollerwerbsminderungsrente? Ja, das heißt, genau. Und aus psychischen Gründen, weil ich ein Trauma verarbeite. Ich war also in der Jugend vom 14. bis 16. Lebensjahr war ich Striche auf dem Bahnhof Zoo und habe damals schon also angefangen zu lügen, wo mein Vater mich fragte, wo warst du denn und so. Habe gesagt, ja, ich war beim Freund und so. Da fing das also schon langsam an im Grunde genommen und auch nach außen hin halt den perfekten Sohn gespielt und überhaupt den Jungen, der nichts hatte und der ganz normal. Also du warst eingebettet in eine Familie, du warst nicht obdachlos? Ja, ich bin allein bei meinem Vater aufgewachsen, hab da irgendwo auch Ersatzliebe gesucht am Bahnhof, also es war auch ohne Drogen und Alkohol, also alles sehr bewusst und deswegen verstehe ich eine irgendwo nicht so ganz, also dass man das so einfach kann, okay, ich war mehr Kind und Jugendlich als Erwachsener, vielleicht ist es anders, ich weiß es nicht. Wie kam das denn, wenn man als 14-Jähriger, ich kann mir das gar nicht vorstellen, als ich 14 war, war ich so grün hinter den Ohren, wäre ich nie auf die Idee gekommen, auf einen Bahnhof zu gehen und als Stricher zu arbeiten. Wie hat sich das entwickelt? Ich war mit Sicherheit naiver als andere 14-Jährige. Also ich weiß nicht, wie das erste Mal war, wie ich da überhaupt hinkam. Du kanntest keinen Jungen, der das auch macht? Nein. Ich weiß nur, also dass es viele Vorgeschichten gab durch meine Mutter, die Alkoholikerin ist, die mich weggestoßen hat. Mein Vater, der mir nur Liebe gegeben hat durch Geld, Geschenke, obwohl ich mehr wollte. Und ich kann mich nur an eins erinnern, also das muss auch direkt vor dem Bahnhof gewesen sein, wie mich mein Mann angesprochen hatte, da hatte ich bin viel mit Fahrrad unterwegs gewesen und der fragte mich, ob ich mit ihm mitkommen will. Und er würde mir das Fahrrad, die S-Bahn hinauftragen. Ich weiß allerdings nie, ob ich mit diesem Mann mitgegangen bin. Mhm. Und das ist der einzige Punkt, wo ich vielleicht eine Verbindung herstelle, dass ich über diesen Mann zum Bahnhof gekommen bin. Weil das ist das, was ich auch noch nicht in meiner Therapie jetzt irgendwo rausgefunden habe oder hochgekommen ist. Ist ja interessant, dass die Anfänge sind verdrängt. Ja, die Anfänge sind total verdrängt, aber das andere, das ist stark hochgekommen. Also ich war schon in den ganzen letzten drei Jahrzehnten öfters in Kliniken und auch Therapie, aber das kam nie so richtig hoch. Also ich habe die Symptome gehabt, Zwänge und Angst, also soziale Angstphobie sehr stark und auch gegenüber Männern habe ich riesige Probleme, aber jetzt nicht bei dir, um Gottes Willen, weil ich... Ich sehe, du bist ein sehr lieber Mann und ich sehe deine Sendung ja auch sehr gerne, deswegen. Lass uns nochmal über die Zeit. Männer, wo ich dann Probleme habe. Ja, lass uns nochmal über diese Zeit reden, soweit du dich daran erinnern kannst. Mhm. Die Anfänge sind irgendwie verschwunden. Ja. Aber wie hast du dann die 2 Jahre gearbeitet da? Bist du? Naja, ich stand am Bahnhof und ich stand sogar direkt im Bahnhof. Also es gibt dort ja eigentlich den richtigen Jungenstrich in der Jebenstraße am Hinterausgang vom Bahnhof. Ich stand allerdings im Bahnhof. Also es ist eigentlich auch eine kuriose Situation, weil
ich sag mal in Anführungszeichen, die normalen Jungs, die Strecher, die stehen an der jeden Straße. Ich stand aber komischerweise im Bahnhof und habe mich erstmal total geschämt. Das weiß ich noch. Ich stand manchmal, so selbst im Winter, 2 bis 3 Stunden dort, weil ich Angst hatte, man könnte mir ansehen, ich bin ein Strecher. Ja. Und wenn dich dann Männer angesprochen und haben? Und dann aber, dann ging es irgendwann so, also ich werde das nie vergessen, im Grunde um diese Blicke, dieses Herumstarren, wenn es hin um einen, also ich sagte, ich würde heute so einen Mann erkennen auf 10 Meter an seinen Blicken. Wenn dich dann jemand angesprochen hat, wo wurde der Sex dann ausgeführt? Ja, also letztendlich an allen Orten, also einmal sogar im Tiergarten. Also wir reden jetzt von Berlin, Bahnhof Zoo und Tiergarten in Berlin. Was ich sehr schlimm fand für mich in WCs, das war dann, also ich würde heute sagen, das war der Quickie-Sex und da hatte ich immer Angst, die Polizei könnte kommen oder es könnte ein anderer bemerken, wenn wir in der Kabine den Sex hatten. Also es war in der Gay-Sauna, also letztendlich überall in Wohnungen, aber am häufigsten halt. Ne? Achso, die haben dich dann auch mit in Wohnungen genommen? Ja, auch mit in Wohnungen. Und das Schlimmste war, woran ich mich auch erinnern kann, ich hatte mal einen, also die gingen ja vorher mit mir immer essen, die waren immer ganz lieb davor und deswegen meinte meine Psychologin auch, habe ich das die 2 Jahre auch dann durchgehalten, weil die mir vorher das gegeben haben, was ich von meinem Vater erwartet habe. Also es war nie so Gewalt oder ne, gewalttätig nicht, aber so, nicht so schnell, zack, zack, sondern man hat erst gegessen, also hat sich gut bei unterhalten. Bei den WCs, aber vorher sind mit mir essen gegangen oder in eine Kneipe und der eine, der, also das war der perverseste letztendlich, also das ist kaum zu fassen, er erzählte mir noch von seinen 2 Jungs, die halt also 15, also die waren auch ungefähr mein Alter, glaube ich. Und dann hat er also ganz abartige Dinge verlangt. Also ich habe das in einer Sendung bei dir mal gehört. Das hat, da dachte ich auch, ja, ich weiß, wie das ist. Die musste ich auf gut Deutsch in den Mund, kannst du dir vorstellen, also nicht Wasser lassen, sondern das andere. Ich kann es also kaum aussprechen. Der hat ein Taschentuch genommen, das rausgenommen und ich konnte das erst nicht. Da hat er mir also mit so einem Rohrstock nicht Schläge auf den Po gegeben, aber nicht die wehtaten, sondern so wie so eine Bestrafung. Ne? Und das fand ich also dann in dem Sinne schon abartig, nicht nur diese Handlung selbst, sondern auch an sich, dass der Mann mir vorher noch erzählt, er hat 2 Söhne. Ansonsten, was so die Sexualität betrifft, musstest du das ganze Programm machen. Es gab Analverkehr und alles. Ich habe alles gemacht, Also ich, im Grunde genommen habe ich auch einen Schutzengel gehabt, weil mein letzter Freier, das weiß ich noch, der sagte dann, erzählte dann auch was von Schutz und von AIDS und ich wusste ja gar nicht damals, was AIDS ist, habe das nicht gehört, das war auch erst ganz am Anfang, wo das so langsam aufkam und ich habe auch nie nachgefragt oder nie Nein gesagt bei den Männern. Aber es ist gut gegangen. Ja, ich habe Glück gehabt. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ich habe einen AIDS-Test gemacht, einen HIV-Test und habe dann wirklich gedacht, meine Güte, wie viel Glück ich habe. Ein paar Jahre später, weil es war immer ohne Schutz. Allerdings. Hast du ja wirklich auch nie eine Geschlechtskrankheit zugezogen. Ja. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ach, da habe ich mir Kleidung gekauft und da ich ja noch zurückgeblieben war, würde ich mal sagen, viel Spielzeug, weil ich habe mir so meine eigene Fantasiewelt erschaffen in meinem Kinderzimmer und viel Kleidung. Dann hatte ich eine Kassette, wo ich das Geld versteckt hatte. Und der Vater hat nichts gemerkt? Ich zum Glück nicht. Der hat zwar manchmal meine Sachen durchwühlt und hat auch meine Hose unter meinem Bett gefunden, eine neue, und hat mich da böse beschimpft und so von wegen, er kauft mir die Sachen. Ja. Aber ich bin froh, dass er das Geld nicht gefunden hat, weil das war eine Menge. Was du hast ja 50 Mark habe ich verlangt. Das war damals viel Geld. 50 Mark. Und ich weiß auch bis heute noch nicht, wie ich darauf kam, auf die Summe. Auch das ist ein Phänomen. Du hast die Sendung, diese Lüge bereue ich nicht. Welche Lüge meinst du genau? Also zum Beispiel, erstens mal, mein Vater weiß es nicht. Es, die Einzige, die davon weiß, ist meine Freundin. Und ich bin... Du bereust es auch nicht, dass du es deinem Vater nie gesagt hast? Nein. Warum nicht? Auf keinen Fall. Weil ich weiß... Er würde mich als das Letzte ansehen. Selbst wenn das jetzt so ewig lange her ist. Aber sein Sohn, um Gottes Willen, weil sein Sohn sollte ein Vorzeigesohn sein. Ich meine, es war selbst da, wo ich dann mit 19, 20 das erste Mal in die Psychiatrie kam, hat er den Leuten vorgelogen, ich hätte was am Kreislauf. Wie kam das denn eigentlich, dass du mit 16 dann, wenn du da so eingelegt warst? Meine erste Liebe habe ich da kennengelernt. Habe ich letztendlich das bekommen. Also dadurch bist du rausgekommen dann aus der Szene. Dadurch bin ich da rausgekommen, weil ich ja nicht das bekommen habe, was ich eigentlich gesucht habe. War die erste Liebe eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Eine Frau. Das heißt, du bist auch nicht homosexuell? Nein. Das war ein reiner Job für dich. Und, So hart es klingt. Aber die Folgen von diesen schlimmen 2 Jahren, den da hast du heute nach wie vor zu leiden. Vor ein paar Jahren konnte ich dann nicht mehr arbeiten, das merkte ich mal mehr und dann bin ich zur Ärztin gegangen, die hat mich dann öfters krank geschrieben, weil ich auch Erschöpfungszustände, Albträume hatte. Und zum Glück dachte ich mir, ist das auch eine Neurologin, weil da stand drauf Neurologie und Psychiatrie und ich wollte halt nicht, dass die Kollegen erfahren, dass ich wegen psychischen Problemen krankgeschrieben werde.
habe denen auch immer gesagt, weil ich habe noch eine Epilepsie, dass es wegen der Epilepsie ist, deswegen mit der Neurologie. Mhm. Ne? Und es waren schon sehr hohe Krankenzeiten. Im Jahr hatte ich also, bevor ich auf Rente ging, die 3 Jahre davor im Schnitt so 60 bis 70 Krankheitstage im Jahr. Ne? Und wo ich dann auf Rente gegangen bin, habe ich den Kollegen dann auch gesagt, es ist wegen der Epilepsie. Und in meinem ganzen Umfeld, Freundschaft, Bekanntschaft, ja selbst der Zeitungsfinder, die denken, alles ist wegen der Epilepsie. Mhm. Ne? Und das soll auch so. Und das soll Vater, auch so. Das ist jetzt der Hammer, der denkt noch, ich arbeite, weil dem kann ich nicht mal das sagen, dass ich auf Rente bin, nicht mal wegen der Epilepsie, weil die Epilepsie hat er sowieso immer abgelehnt. Was er sagt immer, du brauchst keine. Und du hast auch nicht die Kraft, dich deinem Vater gegenüber zu zeigen und die, nein, ihm die Wahrheit zu sagen. Obwohl ich im Grunde genommen 42 bin, das klingt jetzt komisch, dass ich mich nicht traue gegen einen Mann, der fast 83 ist, jetzt mal zu sagen, hör mal her, dein Sohn, der ist jetzt auf Rente und jetzt hör mal genau zu, wegen was. Weil ich möchte das einfach nicht seinetwillen, weil er so alt ist, jetzt vermeiden, sondern um mich zu schützen. Ich verstehe, weil es für dich zu viel Stress bedeuten würde. Von deiner Seite nicht haben. Ja, ich verstehe. Jörg, bist du... nicht mal Freunden sagen. Bist du im Moment auch noch in psychologischer Behandlung? Ja, ja, auf jeden Fall, weil ich habe meine Sozialphobie zum Glück verloren. Die habe ich ja auch seitdem ewig dann gehabt. Aber jetzt halt habe ich sehr viele Flashbacks und Albträume. Darf ich dir als quasi so als Nachbetreuung zu diesem Gespräch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, das wäre ganz okay. Das würde ich sehr gerne machen, lieber Jörg. Und was ich noch sagen wollte, ich meine, ich bin sonst ein sehr weit liebender Mensch, aber ich habe das auch dem Redakteur gesagt. Ich denke, es gibt Menschen, die für sich irgendwann auch lügen müssen, einfach entweder um sich selbst zu schützen oder um den anderen. Oder weil sie auch wissen, was für eine Reaktion kommt. Ich meine, die meisten, das gibt es sicher, das sehe ich auch ganz genauso. Wir machen es so, du legst auf und wir rufen dich zurück. Alles das heißt, der Peter ruft dich an, lieber Jörg. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, schön. Tschüss. Dank. Tschüss. Das war Jörg und hier ist die Rita. Und Rita ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Rita. 18 Jahre, das stimmt, ne? 18 Jahre stimmt, genau. So Rita, nun bin ich gespannt, welche Lüge du nicht bereust. Ich war mit einem 47-jährigen Mann zusammen. Mhm. Und wann? Zu dem Zeitpunkt war ich 17. Ja. Im Dezember 2005 bis März 2006 ungefähr. Mhm. Und ich wohne in einem kleinen Dorf und da wäre es aufgefallen. Also da wäre das große Geratsche losgegangen. Ach so. Und deshalb hast du für dich entschieden, ich lüge und erzähle das überhaupt niemandem? Es wissen 3, 4 und mein Freund, also mein jetziger Freund, davon. Ja. Aber ich weiß, dass ich denen vertrauen kann und dass die einfach ihre Klappe halten, wie man so schön sagt. Ja. Da warst du dann erst 17, als du mit dem zusammengekommen bist. Der war da 46 oder 47. Richtig. Wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Er ist aus demselben Ort wie ich. Ach, das auch noch? Das auch. Mhm. Und er arbeitet sogar mit mir. Also es ist doch schon, wir kennen uns eigentlich schon seit ich, keine Ahnung. Ist es ein Arbeitskollege oder ist es gerade ein Chef? Ein Kollege. Ein Kollege. Ja. Und der hat dich angebaggert? Nein. Du hast ihn angebaggert? Oder wie war das? Es war Weihnachtsfeier und irgendwie sind wir so ins Gespräch gekommen und er hatte halt noch nie so richtig eine lange Beziehung. Mhm. Und dann war schon immer vor die Kollegen so, ja, schau doch halt um den und ist ja ganz lustig und pipapo und dann ist es so gekommen. Mhm. Ist es so gekommen, heißt, dass da beide gleichermaßen daran beteiligt waren, oder? Ja, genau. Also du hast dich da nicht überrumpelt gefühlt von dem? Nein. Nee, das war auch deine Entscheidung. Richtig. Und du hast das Jahr über auch gerne gemacht und warst auch gerne mit ihm zusammen. Genau, richtig. Ja. Das stelle ich mir irre stressig vor, wenn man in einem kleinen Dorf wohnt oder einem kleinen Ort wohnt und so etwas absolut geheim halten muss, wenn man dann sogar auch noch zusammen arbeitet. Das war es auch. Ja, das war wirklich richtig schwierig. Also, wo habt ihr euch denn zum Beispiel dann getroffen? Wir sind dann sehr viel spazieren gegangen. Und aber selbst da kann man Leuten begegnen. Ja, aber als Arbeitskollegen kann man schon so tarnen, dass man irgendwie halt freundschaftlich spazieren geht. Ja, mal, ne? Aber wenn man dann 2, 3 Mal gesehen wird, dann tuscheln die Leute schon. Ja, es stimmt, aber es ist Gott sei Dank... Es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen. Wenn, ich vermute mal, dass du zu der Zeit oder vielleicht heute auch noch bei deinen Eltern lebst.
Ich wohne seit einer Woche ungefähr bei meinem Freund, aber bis vor kurzem habe ich eben noch genau. bei meinen Eltern gelebt. Also zu der Zeit auf jeden Fall, als du mit dem Mann zusammen genau. warst. Was hätten die denn gesagt, wenn du gesagt, wenn du es denen offenbart hättest, ich bin mit dem zusammen? Das wäre nicht denkbar gewesen, weil in unserem kleinen Ort, da wäre die Familie unten durch, da wäre ich unten durch, da wäre der andere Beteiligte unten durch. Ja. Und ich glaube, ich könnte mich nicht mehr sehen lassen im Ort. Ja. Und dein jetziger Freund, hast du gerade gesagt, der weiß das. Der weiß Bescheid. Und der hat, wie kam das, dass du dem die Karten dann auf den Tisch gelegt hast? Weil ich von Haus aus ehrlich zu meinem neuen Freund sein wollte. Ja. Um nicht da gleich mit einer Gewissensbelastung reinzugehen. Genau. Das heißt, wenn du den auch belogen hättest, hättest du ein schlechtes Gewissen gehabt. Genau. Du hast aber kein schlechtes Gewissen, auch im Nachhinein nicht deinen Eltern gegenüber, sondern sagst, das war eine richtige Lüge damals. Weil ich uns alle miteinander geschützt habe. Ja, damit. Ja. Habt ihr beiden, du und der 47-jährige Mann, denn damals mal so über Perspektiven gesprochen? Ihr wusstet ja nicht, dass das nach einem Jahr schon vorbei ist. Wie das eventuell hätte weitergehen können, wenn es länger gedauert hätte? Eigentlich nicht wirklich. Es war uns eigentlich klar, dass es keine Zukunft hat. Mhm. Wir haben zu der Zeit einfach im Hier und Jetzt gelebt und haben die Zeit genossen. Ja. Aber eigentlich war uns allen klar, dass es keine Zukunft hat. Ist denn die ganze Sache vielleicht sogar deshalb kaputt gegangen, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse so erdrückend sind, in denen ihr da lebt? Ich vermute ja. Das heißt, wenn ihr frei gewesen wärt, in einer Großstadt oder so, dann hätte es vielleicht sogar noch länger gedauert? Ich gehe davon aus, ja. Und der große Altersunterschied, der hat dich nicht weiter belastet? Durch das, dass ich meinen Eltern nicht sagen konnte, war es irgendwo schon ein Problem. Aber da das Verhältnis oder die Beziehung zu meinen Eltern nicht hundertprozentig in Ordnung war zu dem Zeitpunkt, ja. dass ich einfach Liebe, Geborgenheit und Verständnis gesucht habe. Ach so. Und der im selben Alter ist wie meine Mutter und dann mich und meine Mutter, also meine Eltern verstehen konnte, ja. war das irgendwie... Ach so, das war so ein bisschen Heimat, Elternersatz und Freund in einer Person irgendwo. Genau. Ja. Ist das denn undramatisch auseinandergegangen? Habt ihr euch geeinigt oder gab es da Streit und heftige Auseinandersetzungen? Ich bin dann leider fremdgegangen. Du ihm? Und ich ihm. Mhm. Und hab ihm das aber auch dann gesagt. Also hab ihm noch ein SMS geschrieben, was vorgefallen ist. Mhm. Und er hat es im ersten Moment nicht realisiert, ist aber dann, wie es ihm klar geworden ist, was war, ja. hat er erst negativ, also war erst schon sauer, aber er hat mich dann auch verstanden und er ist. Also wir kommen in der Arbeit super aus miteinander. Das wollte ich jetzt fragen, wie ist das Verhältnis jetzt im Moment? Ist okay? Das ist super. Also nicht absolut belastet? Super. Also wir können scherzen, wir können ernst miteinander reden. Es ist einfach das ist doch klasse. Gut. Also ist das eine kuriose Episode jetzt in deiner Vergangenheit mittlerweile schon? Definitiv, ja. Und irgendwann wirst du drüber schmunzeln und vielleicht in fernen Zeiten erzählst du es sogar mal deinen Eltern. Oder auch nicht, wer weiß. Ich glaube eher nicht, aber wer weiß genau. Wer weiß. Liebe Rita, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Eine gute Nacht wünsche ich. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Markus. Markus ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Diese Lüge bereue ich nicht. Ja, und zwar bin ich mit meiner Freundin schon 4 Jahre zusammen und wir hatten noch keinen Sex und es ist ungefähr ein Jahr her, dass ich mal über einen Zeitraum von 1 Jahr, 1,5 Jahre ins Bordell gegangen bin. Also du bist mit deiner Freundin 4 Jahre zusammen? Ja, genau. Und ihr hattet noch keinen Sex? Nein. Warum nicht? Weil sie Schmerzen dabei hat. Bitte was? Weil sie Schmerzen dabei hat. Weil sie Schmerzen dabei hat? Ja, also wir haben es natürlich schon versucht, aber sie hat gesagt, es tut ihr weh. Wie kommt das, dass es ihr weh tut? Bitte? Wie kommt das, dass es ihr weh tut? Sie sagt, sie verkrampft sich. Oder ich vermute mal, dass sie sich verkrampft, weil wir haben keine Penetration. Mhm. Also ich sag mal, wir haben so eine Art Padding und dann. Aber das schon? Und dann haben wir auch Positionen, wie wir halt ein Pärchen beim Sex. Aber nur halt nicht, dass sie mich spürt oder ich sie.
Also es gibt schon Sex zwischen euch beiden, aber es gibt keinen klassischen Geschlechtsverkehr. Nein. Hat sie denn bei diesen Petting-artigen Aktionen, hat sie da Spaß bei? Teils, teils. Also sie hat mal gesagt, irgendwie für sie wäre es keine Entspannung und also manchmal kann sie sich entspannen und manchmal sagt sie, es ist wie so eine Art Arbeit, dass sie... Das heißt, sie hat wahrscheinlich auch noch... Ich kann es genießen, wenn es dazu kommt, aber... Du kannst es genießen? Ja, aber... Nur sie nicht? Halt manchmal nicht so... Hat sie denn schon mal einen Orgasmus gehabt? Ja, die hat sie. So, jetzt bist du aber, vermutlich weil dir das nicht ausreicht, bist du über einen gewissen Zeitraum zu einer Prostituierten gegangen. Ja. Wie oft warst du bei einer Prostituierten? So ein, zweimal im Monat. Das waren dann wie ein Jahr ungefähr, sagst du? Also ja, ungefähr so über einen Zeitraum von anderthalb Jahren. Ja. Also, jetzt aktuell im Moment nicht mehr? Nee, also ich mache das auch seit einem Jahr nicht mehr. Und, und warum bist du hast es dann gemacht, weil, wie ich es gerade schon sagte, weil du unzufrieden mit eurer Sexualität warst? Bitte? Du hast es gemacht, weil du unzufrieden mit eurer Sexualität warst? Nein, das nicht. Also wir haben dann auch schon in der Zeit, also wir kuscheln die ganze Zeit. Ich sage mal, wir kuscheln. Und, und das hat mir manchmal aber nicht genügt. Also ich sag mal, das fing an, als wir ein Jahr zusammen waren. Na, warum bist du denn zu einer Prostituierten gegangen? Na, einfach, um dieses Gefühl von Sex zu haben. Naja, so meinte ich es ja auch gerade. Von Penetration, ja. Ja. Das weiß natürlich deine Freundin nicht. Nee. Und du sagst, das ist auch gut so, dass sie das nicht weiß. Ja. Weil? Weil wir schon nach 3 Monaten das Gefühl hatten, als wären wir Jahrzehnte verheiratet, sage ich mal. So ein inniges Verhältnis. Ja. Und du hast Angst, dass es dadurch dann zerstört worden wäre, wenn du es gesagt hättest. Genau. Ja. Und ich liebe sie einfach viel zu sehr und sie mich auch. Und, Aber das löst ja euer Problem auch nicht, dass du das mal gemacht hast und dass du es jetzt nur verschweigst. Das, ja. Ne, das Problem liegt ja offensichtlich bei deiner Freundin, dass mit ihrer Sexualität irgendetwas nicht stimmt, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe ihr ja dann auch schon mal vorgeschlagen, dass wir zum Beispiel mal eine Therapeutin aufsuchen und die sich mal beim Frauenarzt untersuchen lässt. Ja. Wie alt ist deine Freundin? Sie ist 4 Jahre jünger als ich. Hatte sie denn vorher schon mal eine Beziehung und hat... Nein. Sie ist Jungfrau. Ach so. Hat sie in Sachen Sexualität mal irgendwas Schlimmes erlebt, als Kind vielleicht? Sie sagt, ihre Mutter hatte mal einen Freund, der die Mutter oft an die Brüste gegriffen hat. Markus, meine Sendung geht gleich vorbei. Ich möchte mal, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Vielleicht können wir dir noch ein paar Tipps geben und ein paar informative Adressen und so weiter.